Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Alpha-Wölfin. Ja, wir befinden uns heute wieder auf Kenathis Rast, genauso wie ich es angekündigt habe. Und da werden wir mal die Hauptstory ein wenig weiterspielen. Ich zeige euch kurz, wo ich hier stehe. Und zwar ist das im schönen Mistral auf der Karte direkt hier oben. Und da hat Rasumdar die Gefahren der Diplomatie als Quest für mich. Rasum, bitte. Bleibt bei Verstand, meine neue Freundin. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Vipern lauern im hohen Gras. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach Halb Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Warum? Was ist geschehen? Kenathis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr eine Freundin seid. Mhm. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küsten nur unzureichend beschützen können. Aber wir sind nicht hier, um irgendetwas zu erobern. Der Silvenar weiß das. Er ist in der Kanzlei und sucht nach einer friedlichen Lösung. Erzählt mir vom Dominion. Die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Eiren unser Dominion. Nochmal, wer ist der Silvenar? Er ist die Stimme und der Geist der Waldelfen. Sie sagen, er ist, war und wird ihr größter Anführer sein. Was auch immer das bedeuten mag. Dieser kennt ihn als unübertroffenen Diplomaten. Er ist außerdem die größte Hoffnung des Dominions, diese Angelegenheit friedlich zu lösen. Wer seid ihr wirklich? Rasumdar ist nur ein einfacher Khajiit. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwanz nicht einklemmt. Eines Tages... Ja, dann muss ich mal wieder Laufen einstellen. Bakara sprach von der Selbstlosigkeit, die ihr im Eldengrund gezeigt habt. Wenn wir nur ja, vielen Dank. Ich bin immer sehr selbstlos. Wir gehen nicht hier rein. Ich habe mich jetzt völlig vertan. Wir sind im falschen Gebäude. Wir müssen etwas weiter, und zwar genau hier rein. Ist der Silvenar blind? Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Schlange, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Wir hätten diesen Ort... Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvenar mit diesen dreckigen Maormann? Was habt ihr gegen die Maorma? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvenar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Okay, machen wir. Da haben wir auch direkt wieder was Schönes zu lesen. Ach so, die werden jetzt übrigens automatisch geschlossen durch mein Add-on, fällt mir gerade ein. Also seid mir bitte nicht böse, dass ich die Texte jetzt nicht mehr habe, dass ihr euch die nicht mehr durchlesen könnt. Ich denke, bei den Büchern wird es genauso sein. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Kenathis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Nehmt diese Rasumdars-Marke. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenathis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann.
Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Warum nicht? In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ihr möchtet, dass ich Sie um eine Kopie des Abkommens bitte? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Ja, mal wieder bleibt alles an mir hängen. Okay, da sieht man dann auch, dass die Bücher auch nicht mehr geöffnet werden. Es tut mir sehr leid, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich das überhaupt eingestellt hatte. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Der Silvenar möchte eine Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormern unterzeichnet? Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Okay, dann fragen wir einfach weiter. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Die Maoma erheben Anspruch auf Kenatis Rast? Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Ja, weil ich da gerade schon gewesen bin. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Ulondil und Harani weigerten sich, ihre Kopien vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Was meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Silvenar euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelorn geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Silvenar? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Was haltet ihr vom Altmeri-Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Vosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie.
Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Aber sie ist doch gar nicht hier. Schwärmt ruhig weiter. Auch Liebesgeschichten sind immer gut. Hier liegen übrigens noch zwei Bücher. Die nehmen wir direkt mal eben mit, bevor ich hier rausgehe. So, dann möchte ich mich jetzt nicht nochmal vertun. Dann gehen wir nämlich erstmal in die Kneipe, von der eben gesprochen wurde. Ja, Schenke haben sie, glaube ich, gesagt. Da ist auch nochmal ein Buch. Und Rasum. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit ringt? Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Silvener muss das Abkommen sehen, aber niemand will mit seiner Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht. Seine Vipernzunge ist scharf, aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur 3 Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Okay, Ras, das machen wir. Wir wollen doch keinen Ärger. Nein, wir wollen keinen Ärger, aber wir müssen tun, was wir tun müssen. Wenn ihr dem Dominion beitretet, geht es nicht darum, was ihr verliert, sondern was wir voneinander erhalten. Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute, der Lärm, das Chaos. Ist es komisch, dass ich das tröstlich finde? Nick da. Das Schöne ist ja, man muss zwischendurch eigentlich gar nichts mehr sagen, während man von A nach B läuft, weil irgendeiner ist immer am Reden im Spiel. Ob das jetzt Bastian ist? Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ihn extra so eingestellt mittlerweile, dass er weniger redet. Aber der Kerl scheint irgendwie nicht zu verstehen, was wenig reden heißt. Deswegen. Ja, er redet auf jeden Fall nicht weniger als sonst. So, Moment. Wir müssen, glaube ich, direkt nach oben. Aber wir nehmen direkt das Bücherregal auch kurz mit. Genau, mit ihm müssen wir eben reden. Zugang verboten. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Ja. Und du weißt nicht. Naja, das werden wir gleich erfahren. Botschafter Ulondil ist nicht hier. Und wenn er es wäre, wäre er viel zu beschäftigt, um solche wie euch zu unterhalten. Mal eben nebenbei, warum sind die eigentlich alle blind? Oder soll das gar nicht blind sein? Die haben alle weiße Augen hier. Warum ist diese Wache da oben? Genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Er würzt seinen Rum mit Mondzucker, wisst ihr? Ich bin sicher, er lässt ihn sich von jemandem aus der Dienerschaft bringen. Wenn ich ihn noch einmal dabei erwische, wie er auf seinem Posten schläft, erzähle ich es dem Botschafter. Okay, kein Problem. Böden, die nicht schaukeln, Sand, der in Stiefel kriecht, Käfer so groß wie Anker. Mögen die Götter mich auf ein ordentliches Schiff schicken. Warum ist die Wache da oben? Also macht er tatsächlich mal seine Arbeit? Die meiste Zeit schreibt er Liebesbriefe an irgendein hübsches Ding aus der Stadt. Sadi oder Sami oder so. Er ist ein Narr in einem Krähennest, der den Horizont nach jedem kleinsten Zeichen ihrer Zuneigung absucht.
Ja, das ist jetzt ein guter Hinweis. Übrigens, hier kann man viele Sachen stehlen. Das solltet ihr, wenn ihr stehlen möchtet, also hier stehlen möchtet, aber nicht jetzt tun, weil wir nämlich Zeugen haben. Das solltet ihr dann später tun. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder können wir dafür sorgen, dass er, glaube ich, einen gefakten Liebesbrief bekommt und deswegen seinen Posten verlässt. Oder wir können ihn einfach ein bisschen Mondzucker in den Rum tun. War das der Rum? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ins Getränk reintun. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, hier die Dienerkleidung zu durchsuchen. Und nicht den Schreibtisch zu beklauen. Man kann wieder nicht vernünftig anvisieren. Okay, also man kann die Tasse nur einen halben Meter neben dem Tisch anvisieren. So, mein guter Mann. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was haltet ihr von einem Schluck? Glaubt ihr, ich nehme Getränke von Fremden an? Es ist vom Buchhalter. Oh, ich schätze, die kleine Seepocke ist schon in Ordnung. Ja, und dann kann man ihm gemütlich dabei zusehen, wie er das Ganze trinkt und ich glaube gleich müde wird und auf jeden Fall seinen Posten verlässt. Ihr müsst aber nicht zugucken, muss man dazu sagen. Ihr könnt die Sachen hier oben theoretisch auch schon vorher stehlen. Ich schicke lieber vorsichtshalber mal, da ist natürlich wieder nichts Vernünftiges drin, mein Basti weg. Der mag es nämlich gar nicht, wenn ich was stehle. Ja doch, der ist 46, das ist okay. Also solange er außer Gefecht gesetzt ist sozusagen, sieht er euch übrigens auch nicht. Da könnt ihr eben direkt vor seiner Nase hier alles wegstehlen. Das interessiert ihn absolut null. Und da ich gerne mein Lug und Trug komplett ausgelevelt haben möchte, nehme ich natürlich alles mit, was ich kann. Was hängt der denn da so rum? So, jetzt haben wir das Abkommen gelesen oder auch nicht. Das können wir mitnehmen. Da ist nichts mehr drin. Das ist auch leer. Das kenne ich schon. Also brauchen wir nur das mitzunehmen. Junge, es ist egal, ob du stehst oder ob du da rumschleißt. Ich hole den Basti mal zurück hier. So, komm mit. Es hakt dann immer ein bisschen, sodass man gerne mal gegen Wände läuft, wenn es dann wieder weitergeht. Ich weiß nicht, was das soll, aber... So, dann treffen wir uns eben mit Rasumdar. Ei, Rasum. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. Ja, ich bin zwar gerade auf dem Reittier geritten, aber okay. In der Tat, hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht. Dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondil. Allerdings, das wäre lustig. Ich liebe die Sprüche von Rasumdar. Vor allen Dingen hat er ja so oft so recht. Das gefällt mir nicht. So eine Kleinstadt wird uns nicht im Voraus bezahlen können. Holt sie euch, solange sie noch heiß sind. Ah, haltet doch alle die Klappe. Das ist übrigens die grüne Dame, die hier sitzt. So, wir haben immer noch Basti dabei. Schicken ihn noch mal kurz weg, damit wir die Sachen hier klauen können, ohne dass wir ihn verletzen sozusagen. Also, dass er uns weniger mag. Das nehmen wir auch mit. Also, ich sag mal, da ich im Moment nicht so viel stehle, nehme ich auch Sachen von kleineren Wert mit. Das haben wir jetzt natürlich schon. Dann lassen wir das hier. Das haben wir auch, glaube ich, ein paar Mal in der Gilde. So. Eine seltsame Aura umgibt die Leiche des Silvenars. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefelgeruch durchdringt den Raum. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich... Nein!
Nein! Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir! Er war tot, als ich eintraf. Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll tausendmal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt. Wer würde ihn tot sehen wollen? Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Sie wird dir den Schwanz kürzen. Okay, ich gehe da mal lieber raus. 3 und 6. Man sollte sich nie mit einer wütenden Frau anlegen. Wir müssen wieder zur Bank und ich denke mal, das Übel hier sie müssen sich vom Sturm erholt haben, nicht wahr? Weitergeben. Gebt mir mal alle aus dem Weg hier. Ich muss da durch. Nicht schon wieder. Bitte, diese versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvenar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Ich hatte gehofft, dass ihr mir das sagen könnt. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Könnte ich helfen? Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zur Vertreterin der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Der Silvenar ermordet? Diese verräterischen Khajiit haben sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Wie könnt ihr es wagen? Der Silvenar war unser Gast. Ihr geht zu weit, diese Vogt. Immer wenn man denkt, dass sie zu Ende gesprochen haben, dann kommt noch irgendwas dazu. Ja, aber es ist natürlich trotzdem schön, denen dann alle nochmal zuzuhören. Jetzt haben wir hier gerade 2 Kreise, wo wir hin müssen. Einmal müssen wir jemanden belauschen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da ist nichts Vernünftiges drin. Das wollte ich eigentlich nicht... Ah, jetzt verstecken, okay. Das wollte ich eigentlich nicht stehlen, aber ist okay. Keiner hier. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Ja, das sind dann so 10, die ich dann immer wieder liebe. Wenn man irgendwo reingeht, jemanden beschattet, mitten in der Aufnahme jemand anders dahinläuft, was ja okay ist, was ja nun mal oft passiert, der einen Begleiter hat, links aus dem Fenster rausspringt und der Begleiter erst links rausspringt, dann wieder auftaucht und rechts die Treppe runterläuft. Also das ist irgendwie... Ja, okay, wir nehmen mal die Sachen. Ungebetene Besucher, wir nehmen an, dass die erste Ankerkette durchtrennt wurde. Übt Druck auf Mutter Tiger aus, damit sie die ungebetenen Besucher denunziert. Wir beobachten, wie sich die ungebetenen Besucher vom Sturm erholen. Durchtrennt die zweite Ankerkette, unverzüglich. Wachsame Schlange, bleibt vor der Küste. Auf das Signal hin werden wir den Orkan vorbereiten. Ja, dann betreten wir jetzt mal das Lagerhaus. Ich bin etwas zu hoch, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Zu den Schweinen. Ich bin im Augenblick so ein Teil, das wäre doch mal cool fürs Housing. So, beim Apotheker waren wir auch. Und dann schauen wir mal, wen wir hier bestechen müssen, um aufs Boot zu kommen. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe. Ich muss in euren Laderaum. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd.
Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Ich arbeite für Harani. Er werdet mich unter Deck lassen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr seid eine Vertreterin der Wache? Dieselbe Wache, deren Autorität endet, wo mein Schiff anfängt? Aufs Dock oder ins Wasser? Eure Entscheidung! Ja, und man kann jetzt hier entweder lügen, ich bin schon weg, wobei ich nicht genau weiß, ob man dann alles einfach so stehlen kann, ohne Kopfgeld zu bekommen. Wir sagen einfach mal, vielleicht wird dies eure Meinung ändern. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Ja, die werden es sehen, aber sie werden nichts dagegen haben. Noch eine? Ja, noch eine. Und zwar eine, die hier gerne alles mitnimmt, was sie findet. Ich hoffe, dass ich überhaupt noch Platz dafür habe. Hätte ich vielleicht vorher mal nachgucken sollen. Da oben ist nichts mehr. Das sind so die Momente, die ich dann gerne ausnutze. Um, wie gesagt, zu schieben und... Also gestohlene Sachen zu schieben. Dietriche nehmen wir natürlich nicht mit. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Ja, ja. Mal gucken, die Äpfel können wir auch mitnehmen. Was haben wir hier noch drin? Irgendwie haben wir heute nur Essen. Also ich habe hier richtig, richtig Pech, dass ich hier fast nichts... Na komm, das können wir auch mitnehmen. Fast nichts finde, was man irgendwie verkaufen noch kann eine? Oder so. Ich habe hier nur Sachen, die ich schieben kann. Aber um, wie gesagt, Lug und Trog hochzukriegen, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und die müssen wir natürlich auch nutzen. So, endlich nochmal was, was wir verkaufen können. Sehr schön. Stand hier hinter mir? Ach nee, das war, glaube ich... Folgt mich doch nicht. Wolltest du ins Video rein oder was? So, hier habe ich, glaube ich, gerade noch, genau, eine Ratte gesehen. Die nehmen wir natürlich auch direkt mit. Da ist noch eine Ratte. Die können wir ja zum Glück legal direkt in den Handwerkskasten reinmachen. Das brauchen wir nicht. Und wir gehen an die offene Luke. Dann haben wir hier nämlich alles erledigt. Und wir können die Beweise wegbringen. Junge, das habe ich beim allerersten Mal auch gemacht. Ich bin tatsächlich überall schleichend wie so eine Blöde hier durchgelaufen. Hab dann aber irgendwann festgestellt, dass wenn ich das bezahle, ich ja alles klauen kann, ohne dass mir hier irgendjemand Kopfgeld hinterlässt. Die brauchen wir nicht. Das können wir noch gut gebrauchen. Ich glaube, hier oben war übrigens auch noch was zum Stehlen. Ja. Die Sachen nehmen wir auch nochmal schnell mit. Ich weiß, dadurch ziehe ich das Video leider ein bisschen künstlich in die Länge. Tut mir auch leid. Ich muss dies aber ich muss, wie gesagt, oder ich möchte sehr gerne Lug und Trug mit der Zeit auf Level 20 war es, glaube ich, bekommen. Weil ich dann endlich auch mit diesem Char hier schnell meine Schlösser knacken kann. Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder des Silvenars führen würde. Hier. Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft? Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Was stimmt nicht? Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenas umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Okay, machen wir. Grüne Dame, ich muss mit dir reden. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle, ein Kuss für mein Handgelenk. Hand an der Lunge, ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun,
Was habt ihr herausgefunden? Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt. Ja, kann ich das? So, und dann müssen wir diesen roten Geruch, sag ich mal, hinterherreiten. Sorgt euch nicht. Er ist gut eingesperrt. Als Teil des könnt ihr übrigens auch zu Fuß machen, also das ist kein Problem. Ich kürze ja auch nur ein bisschen ab. Was wichtig ist, dass ihr das Ziel kennt. Das ist nämlich genau hier oben. Habe meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Sagt mir, wer den Sylvanar ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Dädrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Genau wie ich. Ja, mach du mal. Habe ich kein Problem mit. Wir haben ja alles eingesammelt. So, dann müssen wir Ulondil finden. Am besten noch, bevor sie ihn findet. Wobei sie sehr schnell ist. Nein, mit dir möchte ich nicht sprechen. Ah, die umherziehende Gehilfin. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Eure Assassine sagte, ihr hättet den Tod des Sylvanas befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Eure Assassine hat Dedra-Blut vom Apotheker gekauft und den Sylvanar ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Das der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Feige Mist. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Es ist offenkundig, dass die Maomer Kenatis Rast verraten haben. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Ich werde ihm nachlaufen. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizevogt Peledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Ja, auch wenn ich gut nachvollziehen kann, warum die grüne Dame sich rächen möchte, es sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Aber auch dieses Opfer müssen Helden nun mal bringen. Übrigens, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, wenn ihr noch ein bisschen Platz in den Taschen habt, einfach alles zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist und ausreichend Geld bringt, beziehungsweise was man tauschen kann. Denn jetzt ist quasi kein Schwein mehr hier. Ich schnapp mir jetzt einfach mal alle Sachen und krieg dafür kein Kopfgeld, wie ihr seht. Kann man, ja, die Tomaten kann man auch stehlen. Hat er die Tomaten gestehlt? Nein, hat gestehlt. Genau, also reden kann ich auch nicht mehr heute. Ich merke das schon. Okay, hier, da ist nichts mehr drin. Aber hier vorne, nee, das ist auch leer. Das können wir, glaube ich, noch.
Okay, sie schreit jetzt gerade nichts. Dann nicht, dann gucke ich hier nochmal, da ist auch nichts drin. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Was ich nicht verstehe, dass als erstes, weil man das so durchklickt, Ulondil sterben soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig eingestellt ist, aber ich mache bei allen rechtschaffenden Charakteren, bis auf bei meiner Assassine, habe ich immer gesagt, nein, das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache. Genau, und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Ist dies das, was der Silvener wollen würde? Ihr wagt es, für meinen Silvener zu sprechen? Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Haltet sie von mir fern. Von mir aus dürfte sie gerne mit dir machen, was sie wollte. Aber wir sind ja ein guter Charakter. Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahrer Gerechtigkeit schützen. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauern. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt gar nicht gut. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten. Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Seid ihr nun offiziell dem Dominion beigetreten? Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag unterzeichnet. Vizevogt Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Kenartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Ja, und wir haben das Kürass der Marine der Königin, also Rüstung des Auszubildenden, erhalten. Und die nächste Quest läuft auf uns zu. Hey! Aber bevor wir mit dieser Quest weitermachen und diese annehmen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Rest im nächsten Video wiedersehen, weitersehen, wie auch immer. Bis dann! Ciao!